Hä? Ich dachte, das wäre Voreingang gewesen. Habe ich aber auch gedacht. So, jetzt machen wir das aber hier nochmal anders, weil ich will ja dann hier Attentate hier. Kommt und helft mir. Besser geht das nämlich nicht in so einem Dingen. Achso, und wir, du hattest was gesagt. Kuh. Konnte ich das denn nochmal machen? Ich konnte es auch mit Q normalerweise in dieses Waffenmenü. Oder meine ich das nur? Ich weiß nicht, mit was du die Waffen auswählst. Ich kann hier keine anderen Waffen anscheinend auswählen. Leute, und den komme ich gar nicht ran, oder was? Ich kann an den nicht ran, sonst hätte ich natürlich unserem Kollegen geholfen. Ja. Ich nehme mal gerade deine Axt, Kollege. Warum hat eigentlich unser Kollege eine Axt? Wie assi ist das denn? Ich will auch so eine Axt haben. Wir sind immer noch nicht im Vor. Ich glaube aber schon, dass wir da schon sind. Weil da stand was von wegen Hauptmann töten und so. Yay! So, anzünden. Jetzt haben wir zwar unsere Waffe nicht mehr, weil da liegt sie da wieder hin, aber egal. Cool gemacht, Kollege. Hauptmann töten. Ja. Glaub ich nicht. Danke für die Waffe. Bam, bam, bam. Bam! So. Jetzt gibt's ein paar Schellen hier. Noch jemand ohne Fahrschein. Lol. Wo ist unsere Pistole hin? Lol. Ah, da ist sie wieder. Ich dachte gerade schon. Wie unsere Pistole. Wen haben wir da hinten noch? Ich Hauptmann? Mal den Hauptmann, ne? Oh. Halt an! Dich hole ich mir! Wie geil war das denn? Mach mal einen Pizza auf seinem hohen Ross. Ach, den hat er da runtergeknallt. Ich höre hier schon wieder eine Truhe, aber das machen wir wieder gleich. Nachdem wir dann die Flagge eingeholt haben. Hat er es in Hauptmann schon gemacht? Ja. Der eine hat den einfach umgeknallt.
vom Pferd runtergeschossen. Okay. Alles klar, ey. Na, wenn das so ist, ne? Düdelim, düdelim. Schöne Musik immer dabei, ne? Hm. Zum Glück nicht GEMA gesperrt. Davon fange ich jetzt erst gar nicht an. Da ist noch die Seite, die Truhe dringt drauf. Ja, genau, ja. Wo war die denn? Ich höre die nämlich. Ich höre das hier irgendwo. Hier irgendwo? Hör die doch hier. Da oben. Kleinwerfer, das Schloss. Vor der Wache. Ja, das ist ja denen egal. Na? Haben wir es jetzt endlich? Ah. Leute, guck mal. Voll der Bug, hast du gesehen? Ja. Ja, es sind halt Spiele, da sind halt immer so Grafiküberschneidungen. 10.000, what the fuck. Es sind halt immer so Grafiküberschneidungen drin, da muss man einfach mit leben. Es ist aber auch nicht schlimm. Nee. Solange es nur so kleine Dinger sind, ist das in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt können wir mal gerade gucken. 70%, mit dem hätten wir 80. Das heißt, da fehlt noch einer. Ja. Der wird ist dann der hier Kleine in diesem... Da? Hm? Das ist Ach hier so. Wieder von dem Nächsten. Ach so. Der, wie heißt der? Jakob Zenger, den wir da bekommen können. Hier haben wir ja 100%. Und hier ist ja diese eine Lady da. Mhm. Da fehlen uns aber dann noch zwei Leute. Aber wir haben ja hier diese Umrisse. Das heißt, der muss hier in diesem Gebiet sein. Ich wollte aber eigentlich was ganz anderes machen. Und zwar wollte ich mal gucken, wie das jetzt hier mit unseren Assassinen aussieht. Welche Level sind die denn jetzt? Ich will jetzt einfach nur mal reingucken. Also der hier ist Stufe 6 und der andere ist immer noch Stufe 0. Okay. Vielleicht kannst du ja den, der noch Level 0 ist, ne? Mhm. Mit dem einen mal da los schicken. Vielleicht können die ja irgendwas. Ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein. Mit 56%. Man kann die ja immer mal wieder machen. Und das sind ja nur 2 Minuten, weißt du? Mhm. Weil dadurch leveln die dann ein bisschen. So, jetzt wollte ich das hier aber noch anvisieren. Und dann machen wir uns auch auf den Weg dahin. Gekonnt ist eben gekonnt, Connor. Ich weiß schon gar nicht mal, wie der mit richtigem Namen heißt eigentlich. Kayetashine oder irgendwie so was. Nee, das war glaube ich die Stadt, die so hieß, ne? Keine Ahnung, hatte auf jeden Fall auch so einen komischen Namen. War auf jeden Fall sehr lang. Und Samuel Jackson kann sich lange Namen nicht mehr merken. Und deswegen heißt er jetzt Connor. Hui. So, ja gut, dann machen wir da hinten natürlich noch die Befreiungsmission. Und langsam aber sicher klären wir auch die ganzen Aufgaben in New York. Mhm. Und dann können wir mit der Hauptquest wieder weitermachen. Und vielleicht kommen wir auch dann wieder nach Boston. Ja, das werden wir ja dann sehen. Vielleicht werden wir mal neue Dinge zu bekommen. Oh oh. Jetzt haben wir keine Assassinen als Kollege, ne? Nee.
Noch jemand? Ja, zwei wollen noch. Lol. Multitasking. Ey, guck mal, die haben, geschafft? Die haben es geschafft. Krass. Oh, dem Herrn sei Dank. Ich habe meine Ernte eingebracht, als diese Hummerbockel mich angriffen. Ich will nur meine Waren hier im Viertel verkaufen. Oh, bitte, sie riefen Verstärkung, als ich mich wehrte. Ich muss die Ernte beenden und ich kann sie nicht allein zurückschlagen. Ah! Hier sind wir doch im richtigen Menü, ne? Mhm. Rauchbomben, Sprengfallen, weiß ich nicht, ob man die auch gegen die Viecher. Ich würde die ja gerne in die Luft sprengen, mal, ne? Guck mal, Pferdepfeife. Ist auch interessant. Ja, die Gefeile, die bringen sie eigentlich nicht so mehr so wirklich, ne? So, mal witzig außen. Ja, aber ich finde, das ist dadurch, dass du halt jetzt immer Pistole und sowas hast. Willst du dem doch nicht etwa an den Kran? Ich hab freie Schussbahn! Na? Da oben. Was ist denn mit dir los, ey? Gib mir mal deine Waffe. Oh, hier geht gerade wieder richtig die Post ab. Boah. Tja, der Farmer ist tot. Ja, das sind auf einmal so viele wieder hier gewesen. Auf einmal kamen da wieder so viele, da hatte ich gar keine Chance mehr gegen. War ein bisschen gemein, ey. Ich glaube, dann solltest du ja besser erst die Assassinen rufen. Ja, weil die waren tot. Und da hättest du die dann gut gebrauchen können. Ach so, wir sind direkt neben der... Ja. Mister, bitte. Oh, dem Herrn sei Dank. Ich habe meine Ernte eingebracht, als diese Hummerbockel mich angriffen. Ich will nur meine Waren hier im Viertel verkaufen. Oh, bitte, sie riefen Verstärkung, als ich mich wehrte. Ich muss die Ernte beenden und ich kann sie nicht allein zurückschlagen. Jetzt gibt's hier auf die Moppe, hier, guck mal auf die Moppe. Ja, ich kann ja einen auffallen, ja, auf die Moppe geben, ja, auf die Moppe geben! Ja, wer will aufs Maul? Wer will aufs Maul? Willst du aufs Maul? Aufs Maul! Bam, bam, bam! Pam! Bam, Wrestling! Bam, bam, bam! Und du auch hier! Willst du aufs Maul hier? Bam, 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 bam! Jackie Chan! Wer will aufs Maul? Hä? Du Arschloch! Was mit dir, hä? Was mit dir? Hier, bam, 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 bam! Hä? Wer will aufs Maul? Wer will aufs Maul? Wer will aufs Maul? Wer will aufs Maul? Du willst aufs Maul? Komm her hier, hä? Boah, hast du mir eine gehauen, oder was? Ja, hat er. Bam! Boah, du auch, oder was? Bam! Willst du auch aufs Maul?
Bam! Neckbreaker! Wie geil, ey. Chock! Was geht los hier? Willst du auch aufs Maul? Hier, bam! Headnut! Rechts-Links-Kombination! Und nochmal hier, bam! Genick gebrochen! Was guckt ihr da hinten, ne? Willst du aufs Maul? Oh fuck. Oh fuck, die wollen mich. Ihr wollt mich oder was? Ihr wollt mich oder was? Hä? Willst du aufs Maul oder was? Pass auf, da geht's zum Farmer. Ja, das haben wir eh schon geschafft. Willst du mich oder was? Hast du mir gesucht? Hier, ich geb dir hier. Zack, hier mit deiner eigenen Waffe. Was mit dir? Wer hat mir die Eier getreten? Pass auf! Guck mal, der Bauer, der kämpft mit dir. So ein bisschen. Bam! Hier, guck mal hier. Babam! Und nochmal hier, Rolle rückwärts. Jetzt kriegst du auch noch eine hier. Rechts, links. Pam, pam, pam. In die Eier getreten. Bruce, nicht Bruce Lee. Wie heißt der noch? Bud Spencer Schelle. Pam, 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 pam. In die Fresse hier. Was? Willst du etwa mit deiner Axt ausholen oder was hier? Das gibt's doch gar nicht. Mach doch nochmal. Na komm, mach nochmal. Jetzt gehen wir dir hier aber. Pam, pam, pam. Bam. Oh, jetzt gibt's uns eine Headnut. Boah. Pam. Hältst du noch mehr aus? Hä? Hältst du noch mehr aus? Ja, tut er. Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam. Oh. Willst du aufs Maul, hä? Willst du aufs Maul? So.